Der Mensch lebt nicht vom Mond allein, lautete gelegentlich meine heitere Antwort auf die häufige Frage, ob denn das Fernsehen meine Haupttätigkeit sei, während ich weiterhin Assistent und Doktorand an der ETH war und nebenher Bücher schrieb und Vorträge hielt. Trotz allen Beschäftigungen und Ablenkungen ist das Thema über bald ein halbes Jahrhundert ein beispielloser Evergreen geblieben. Selbst Leute, welche über die ganze Zeit die veröffentlichte Meinung ertragen mussten, Sport, Mode, Unterhaltungssendungen oder die Wundergeilheit der Medien sei doch so viel wichtiger und interessanter als der Blick auf außerirdische Welten und deren Möglichkeiten. Bei privaten Gesprächen gestehen sie oft wieder ein. Spannender als die damaligen Mondlandungen sei das Fernsehen seither eigentlich nie mehr gewesen. Hier wird eine große Chance vertan, und zwar doppelt. Die gewaltigen Erfolge und das absolut faszinierende Bild- und Filmmaterial von Mars werden kaum je gewürdigt. Aber dass auf dem Eismond Enceladus des fernen Saturn Geysire beobachtet wurden und deshalb Wasser dort sei und daher Leben möglich, das fand gleich Eingang in die gedruckte Presse und Tagesschauen. Dabei ist die Enttäuschung schon vorprogrammiert. Denn der Geysir war eher mit einem Gasausbruch auf einem Kometenkern vergleichbar und wurde nur dank Gegenlicht zur Sonne überhaupt entdeckt. Jener Eismond mit einem 40stel der Sonneneinstrahlung des Nachbarplaneten Mars, zu einer fast 200-mal kleineren Oberfläche, ist sicher ein schlechterer Kandidat für eine zweite Welt als der rote Planet, auf den sich die irdische Zivilisation binnen wenigen Generationen ausdehnen wird, so wie man den früher unvorstellbaren Luxus in die Wüsten Arabiens oder Amerikas gebracht hat. An einem anderen Tag verblüfft uns die Tagesaktualität wieder einmal mit einem erdähnlichen Planeten in 1000 oder noch besser 10.000 Lichtjahren Entfernung, bevor gleichen Tags die elementarsten Eigenschaften eines Objektes unseres eigenen Sonnensystems in wenigen Lichtstunden oder Minuten Entfernung als revolutionär neu serviert werden. Inzwischen hat auch längst das Internet ein Interesse des Publikums an verblüffenden Informationen über das Außerirdische entdeckt. Mit immer pikanteren Hypothesen zum neuen Tag wird Aufmerksamkeit erregt und damit oft jene von gestern wieder über den Haufen geworfen, als ob die Fachleute immer so schnell von wirklich Neuem Lügen gestraft würden wie die Medien. Falsche Gewichtungen oder dann totale Nichtbeachtung erzeugen leider nur falsche Vorstellungen und Enttäuschungen, welche erst recht wieder zu falscher Wahrnehmung führen. Wenn dann wirklich einmal etwas an einer Story ist, dann sicher an einer, welche schon gestern plausibel war und morgen immer noch richtig ist. So wie zum Beispiel bei den Programmen der NASA, wo oft jene der Vergangenheit geleugnet, jene der Gegenwart ignoriert und jene von morgen als sinnlos, überflüssig oder sogar als unmöglich diffamiert werden. So viel Irrtum braucht der Mensch.